TikTok, das geht 15 Minuten. Und damit nochmal hallo YouTube. Wie wär's, wenn wir ein bisschen bei lustigen Sachen bleiben, ja? Auf den Spuren deutscher Memes. Ich habe mir gedacht, das könnte doch noch ganz lustig sein. Warum nicht? 15 Minuten, 2 Stunden, okay. Psst, ist doch okay, Mann. Eine Stunde also. Ja, 3 Stunden Reaction. Nee, es dauert 10 Stunden, ja. Ich muss jedes Meme akribisch, akkurat analysieren, ja. Nee, hallo YouTube, wir schauen uns deutsche Memes an. Ich bin echt schlecht, was deutsche Memes angeht. Kleine Geschichte zu mir, warum ich wahrscheinlich deutsche Memes irgendwann angefangen habe zu meiden. Ich bin unfassbar schlecht im Internet, trotz auch meinem Status ist geschuldet mittlerweile, Connections aufzubauen und mich in Communities oder Fandoms oder sonstige Bereiche wirklich reinzubringen. Ich bin da richtig, richtig scheiße drin. Und was ich an deutschen Memes damals kannte, war hauptsächlich 9-Gag-Zeug, der teilweise echt unlustig war und irgendwie 10 Jahre zurücklag und keine Ahnung. Und ich habe halt immer besser Englisch gelernt, seit ich 18 war. Und dann habe ich immer mehr und mehr und mehr mich nur auf einer englischen Ebene bewegt. Und dementsprechend kenne ich englische Memes viel besser als deutsche Memes. Also bin ich jetzt sehr gespannt, was ich hier überhaupt kenne und was nicht. Und die wird jetzt zum Meme-Lord? Absolut nicht. Guckst du Hungriger Hugo oder so? Kenn ich absolut nicht, du. YouTube-Hilfe, Fully hält uns gefangen. Das ist nicht wahr, das ist gelogen. Hör auf, sowas zu behaupten. Hurensohn. Nein. Auf den Spuren deutscher Memes, aka auf der Suche nach Le Funny Impossible. Ja, dieses Le irgendwas war ganz groß. Ja, ich meine, mein Meister, das ist auch so eine Sache. Da bin ich halt absolut nicht drin. Wie gesagt, ich bin so schlecht. Ich weiß gar nicht, warum ich so bin. Ich bin so schlecht. Irgendwie mich sozial, also wirklich auf sozialer Ebene irgendwie einzubringen im Internet. Ich bin ganz scheiße darin. Fragt mich nicht, warum. Ich weiß nicht, ob mich Leute da führen oder nicht. Ich habe das Gefühl, Leute können hier viel besser reinrutschen, verschiedenes Zeug. Ihr schreibt ja hier im Chat sogar aktiv. Ihr seid, viele von euch sind im Discord bei mir aktiv. Ihr seid da definitiv viel besser, weil das krieg ich nicht mal hin. Ich habe keine Ahnung, warum ich sowas nicht hinkriege, ja? Hat mir mal ein Timeout gegeben, weil er ein deutsches Meme nicht kannte. Fun Fact, ist das so? Achso, weil du mir das geschrieben hast? Okay. Das ist nicht wahr, Timmy. Warum? Warum nicht? Reddit Deutscher ist auch unglaublich unlustig. Hast nichts verpasst? Kommt drauf an, manche Sachen können lustig sein. Hab hier schon das ein oder andere bei Jules Videos gesehen, die ganz funny sind. Aber ja, ich würde sagen, wir gehen da rein. Ich bin gespannt, was ich kenne, was ich nicht kenne. Let's go. Katze. Katze kenne ich. Ich scheiß auf alles! Patu. Menschlich gesehen ziemlich abstoßend. Marcel Davis, 1-1. Oh nein. Marcel Davis, oh nein. Und der zählt ja auch vielleicht als deutsches Meme. Marcel Davis fand ich mal für eine Zeit lustig. Und dann war es überall. Und das war sehr anstrengend. Oh mein Gott, Marcel Davis wird gefühlt für 10 Jahre nicht losgelassen, ja? Der Typ genauso, den fand ich auch mal funny und irgendwann konnte ich es auch nicht mehr sehen, weil ich mir dachte, immer noch, der Joke ist immer noch, der ist doch schon, es ist doch schon vorbei, oder? Komm schon. So wie es hier ist. Brudi, Lamborghini. Das kenne ich nicht. Sympathisch, man kann sich unterhalten. Das kenne ich auch nicht. Deutschland hat eine sehr eigene Meme-Kultur. Natürlich haben wir auch die Memes, die es schon seit Ewigkeiten im internationalen Bereich gibt. Doch unter all diesem ganzen Müll gibt es die deutschen Urgestein-Memes. Ja, das Bielefeld-Ding fängt auch an, manchmal mich ein bisschen zu nerven. Das war der Comedy-Gruppe-Typ. Das sagst du, was? Was? Ist er? Oh Gott, Käse, was? Oh no. Walter Frosch? Ja, Walter Frosch ist cool. Mogi hat ein ziemlich, ziemlich starkes Video zu Walter Frosch gemacht. Ja. Die Klassiker, die uns schon seit Jahren begleiten und jedes Mal aufs Neue zitiert werden. Ich habe mir einen waschechten Isländer bestellt, Henry Henrysson, Bruder von Jürgen Hurensson. Das hat die nicht gesagt, oder? Was? Nein! Never ever! Niemals! Was? Also, das kannte ich nicht! Was zum Fick? Isländer bestellt, Henry Henrysson, Bruder von Jürgen Hurensson. Junge! Das ist so unhinged!
Was? So eingeschweißt in die deutsche Kultur, dass man international nur noch mehr Respekt vor uns haben würde, wenn man diese Memes auf die Leute loslassen würde. Bruder, ich rasier dich mit diesem Messer, Bruder. Warte mal, daher kommt das? Mit meinem Shampoo? Jedenfalls. Ich kannte den Clip nicht! Ich kenne den Spruch, aber ich kannte den Clip nicht! Die meisten davon. Aufgang, pass auf! Ach du Scheiße! Okay, also erstmal stammen verdächtig viele unserer Memes aus irgendeinem Grund aus steinalten und unfassbar schlecht geschaut. Oh nein. Spielerten Pod. Ich wusste viel zu lange nicht, woher. Also, es hat sehr lange gedauert, bis ich kennengelernt habe, woher das kommt. Pornografiefilm. Alarm! Ja, Alarm! Ja, das auch. Ich hatte keinen blassen Schimmer so lange. So lange, ey. Ja, warum liegt... Es ist derselbe Film, oder? Das Alarm und warum liegt hier Stroh, ne? Oder sind das zwei verschiedene? Ich weiß es gerade nicht. Aber ich glaube, das war derselbe, ne? Nee, ist nicht derselbe, sind sogar zwei verschiedene. Warum zweimal? Gefühlt 30% unserer Memes beinhalten alte, verwirrte deutsche Rentner, die nicht mal ansatzweise erahnen können, wie bekannt sie eigentlich im Internet sind. Wahrscheinlich, weil sie nicht mal wissen, dass so etwas wie das Internet überhaupt existiert. Ja. Das wusste ich tatsächlich. Ja, ich war mir jetzt auch gerade unsicher. Ja, es ist so, ja. Das Nein kam viel zu schnell, Chat. Ihr wisst so gut Bescheid. Ich hab ihm nichts getan. Ich hab ihm nichts getan. Was ist denn bei ihm los? Was? Smiley ist wieder empört, weil ich das nicht kenne und sie denkt, sie ist auch fully wie. Aber ich... Mein Gott, ich guck seit 11, 12 Jahren kein Fernseher mehr auch, ja? Und ich bin ziemlich froh darüber, weil ich deutsches Fernsehen echt scheiße fand. Mein Gott, nochmal, warum? 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 Szenen aus... Möchte dem jemand helfen? ...aus dem Trash-TV, die irgendwann mal vor Jahren bei ihrer 8. Wiederholung wochentags um 11.34 Uhr auf RTL 2 liefen, bei denen man sich wirklich nicht sicher ist, ob sie schlecht geschauspielert wurden oder Menschen darstellen, die wirklich so dort draußen existieren. Nein? Also ja und nein. Ich kannte eine, die hat bei sowas tatsächlich mitgespielt. Und erst einmal, die Bezahlung ist lächerlich. Für die Arbeit. Die Arbeit, die drehen, glaube ich, eine Woche oder so. Die drehen gar nicht mal so wenig. Nee, nicht eine Woche. Aber 12 Stunden oder so. Und was hatte die bekommen? 150 Euro? Ganz, ganz wenig, ja. Übrigens, selbst wenn ich sie irgendwo mal sehen sollte, werde ich sie logischerweise euch nicht aufzeigen. Aber ich habe die Shows gesehen, wo sie dabei war. Warte, was? Ja, ich kannte eine, die war in meiner Klasse. Die hat da mitgespielt, die hat da ein bisschen erzählt. Die fand es halt recht interessant, einfach mal bei sowas aufzutreten. Es ist relativ unscripted, es ist nur directed. Das ist so das Ding, so wie sie das beschrieben hat. Also du machst halt, es, die geben dir Directions an. Und die Leute sind nicht so, wie sie da dargestellt werden. Also manchmal schon, das kann vorkommen. Aber überwiegend ist das Ding von wegen, yo, mach das mal so und so und sag mal sowas, ja, beleidige den jetzt, mach den irgendwie fertig oder tu jetzt einfach so, als würdest du den da hassen. Das ist halt irgendwie die Direction, die die geben und den Rest müssen die dann einfach selbst improvisieren. Was übrigens dann wiederum im Umkehrschluss bedeutet, dass die Leute gar nicht mal so scheiße sind bei manchen schauspielerischen Leistungen und dementsprechend manche Dinge auch natürlich diese komischen Benehmen, die komische Benimmweise bei manchen Situationen sollte euch dann eigentlich ganz easy zu, ne? Das sollte jetzt einen Klick machen. Warum hat er das so und so gemacht? Warum war das so und so? Ah, okay, es war eine schlechte Line-Delivery, weil es alles Improv ist. Es ist essentiell Improv mit groben Direktionen, die bekommen, ja? Die kriegen eine Situation vorgegeben. Es sind übrigens nicht richtige Familien. Das sind fremde Menschen, die zusammenarbeiten. Die kennen sich üblicherweise überhaupt nicht. Und dann wird gesagt, mach mal so und so. Das ist ungefähr dein Charakter. Das ist deine Rolle. Mach das mal. Tu jetzt mal das am besten. Wie wär's, wenn wir das jetzt so darstellen? Es ist wie, Aratun sagt, kriminell wenig Geld, was die bekommen. Und zusätzlich ist doch die Sache, dass die unfassbar hart bei euch leechen. Bedeutet, die verbrauchen bei euch Strom, die sind die ganze Zeit bei euch in der Wohnung, wenn das bei euch gedreht wird. Die kümmern sich um Scheißdreck, ihr kriegt da gar nichts von bezahlt. Es ist richtig mies tatsächlich. Richtig schlecht, ja. Es gibt ja auch sogar ganz große Skandale, wo man, glaube ich, aber nicht ganz was nachweisen konnte. War das die Sache mit,
was war das, Super Nanny oder so? Die Geschichte mit die sie da angeblich abgezogen haben. Ich glaube, das haben die nie bestätigen können, ne? Mein Frühstücksbrettchen, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, das ist meistens gefaked. Ganz eindeutig meistens gefaked. Und wenn ich das euch jetzt so sage und das mit dieser ganzen Sache hingebe, ne? Ich kenne eine Geschichte mit Jan Böhmermann, mit dem Haustier, genau. Ich glaube, man konnte nie hundertprozentig bestätigen, ob das wirklich war oder ob das nicht so war. Aber, ne, es ist ja. Ich meine, könnte man schauen, weiß ich nicht. Mal gucken, Felix, ja, aber auf jeden Fall ja. Ne, das ganze Ding, die Leute sind nicht wirklich so ganz schlimm. Vielleicht unter Umständen mal hier und da, aber überwiegend ist es halt einfach nur schlechtes Schauspiel mit sehr wenig Direction und die wollen halt hervorstechen und das sollen sie auch. Es ist halt irgendwie alles Absicht. Kontextlose schreiende Leute. Oh mein Gott, was wäre die deutsche Meme-Kultur ohne die kontextlosen schreienden Leute? Erst mit der Spende kenne ich. Und während die meisten einfach nur durch Zufall entstanden sind, weil jemand gerade das schon wieder schauen. Die Kamera auf beispielsweise irgendeinen Jungen, der nicht aus dem Bus kam, draufgehalten hat. Ich muss raus! Gibt es über ein paar Memes. Hat er nicht gedrückt? Wusste der das nicht? Ich mag Onion Dog, der kommentiert, parodiert, analysiert solche Trash-Formate sehr gut. Ah, okay. Ja, das ist halt so ein Ding. Also ich habe mich immer gefragt, ob das fake ist. Und dann gab es einmal diesen ganzen Skandal. Und dann, wie gesagt, habe ich halt legitim eine in der Klasse gehabt, die bei solchen Shows mitgespielt hat. Und es war sehr interessant, was für Insights sie gegeben hat. Die waren sehr, sehr, sehr spannend. Und es ist so sinnvoll, was sie erzählt hat. Also ich habe sofort aufs Wort geglaubt, weil ich mir dachte, das erklärt einfach so viel skurriles Zeug. Wie, ja, was ist denn mit Carsten los? Ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass das auch so eine Sache ist, von wegen, mach mal was Komisches. Renn einfach mal hin und mach was Komisches. Vielleicht war das einfach die Direction. Weil sie hat mir das so beschrieben, dass das einfach die Sachen waren, die sie gesagt bekommen haben. In der Szene machst du jetzt das und das. Tu mal so. Sei mal jetzt so. Mach das mal. Kommt noch? Okay. Ein wenig mehr zu erzählen. Und genau diese nehmen wir heute etwas genauer. Das wird sogar erklärt, unter die okay. Lupe. Er hat immer sauber und fair versucht zu spielen. Da haben wir doch keinen Zweifel dran. Wir wollen nur nachfragen, ob das in Ordnung geht bisher, hier, das Ergebnis. Ja, alles in Ordnung. Ergebnis eigentlich verdient. Was haben Sie denn da unten in Ihrem Stutzen drin? Hier hinten. Jetzt erstmal eine durchziehen? Nachher. Warum haben Sie es dann mit auf dem Fief? Ich bin schnell eingewechselt worden, da habe ich noch dabei gehabt. Walter Frosch. Der gute Walter Frosch, ja. Sehr retten. Den kenne ich von Morgi hat eine sehr schöne Dokumentation zu Walter Frosch gemacht. Dokumentation in Anführungsstrichen. Er hat die Geschichte von ihm aufgearbeitet und in einem schönen Video verpackt. Sehr, sehr, sehr gutes Video. Schaut es euch an, ja. 100 Stückchen für dich, Flutschi. Warum denn Flutschi? Aber Dankeschön für 100 Bits, Mann. Dankeschön. Zigaretten. Es gibt bestimmt Fälle, die sind echt. Ja, ja. Es kann Fälle geben, die echt sind, aber die meisten sind fake und overacted. Ein Fußballspieler aus Ludwigshafen. Augenscheinlich. Ich war übrigens in Louis. Sehr gut ausgestattet auf dem Fußballfeld. Ziemlich zu einer oft sogar. Zeit, in der Rauch noch als gesund angesehen. Und ja, Leute, die in Ludwigshafen leben, die nennst du Louis ganz gerne. Den wurde. Hier, daran erkennt ihr, dass ich dort war. Besser. Doch hinter dieser Person steckt mehr als nur ein einziger Clip aus einer Sportschau. Denn wenn man sich ein wenig mehr mit ihm beschäftigt, merkt man schnell, was für eine unfassbare Legende dieser Mann war. Ein Spieler, um den sich die Bundesliga-Clubs reißen müssten. Walter Frosch war für genau drei Dinge bekannt. Fußballspielen ohne Rücksicht auf Verluste, Rauchen und Saufen. Wer hat Angst vor Walter Frosch? Seine Spitzname. Der Spruch. Namen waren Frosch der Treter, Treter der Liga sowie der wandelnde Kneipentresen. Und zugegeben hätte ich ziemlich viel Angst, wenn mir jemand mit so einem Spitznamen auf dem Platz begegnen würde. Viele ja. Leute behaupten von mir, das ist einer der größten Treter im Südwesten. Dies muss ich dementieren, da diese Leute nach meiner Meinung keine Ahnung haben vom Fußballspielen, sollten doch viel besser Tischtennis spielen oder Tischtennis zuschauen. Oh, das Ding ist halt... Die Geschichten sind immer sehr wild, die da, die ich auch in Mogis Video kennengelernt habe. Aber irgendwie, die Leute am Ende des Tages mochten ihn halt doch irgendwie sehr. So wie ich das weiß, der Fall von Agro Andreas aus Frauentausch ist echt in dem Sinne, dass er wirklich ein richtiges Arschloch ist.
Ah, oh, okay. Kneipe war sein zweites Zuhause. Auf in die Kneipe. Einmal war er am Vortag eines Spiels gegen Schalke bis 3 Uhr nachts noch mit seinen Jungs draußen. Das ist ja auch Schalke. Die Loser können doch gar nichts. Ey Leute, auf jeden Fall war ich recht fucking Schalke, oder? 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 Oh, merkt man, dass ich aus Dortmund komme? Vorgeschlagen, für 10 Liter Bier ein 400 Meter Wettrennen zu machen, gab all seinen 5 Kollegen ganze 100 Meter Vorsprung und hat trotzdem gewonnen. Das ist die Kraft des Bieres, meine Freunde. Er kam somit regelmäßig verkatert zum Spiel, hat dann angefangen, alle Leute wegzugrätschen und sich zu prügeln oder mit irgendwelchen anderen Spielern Stress anzufangen. Laut eigener Aussage rauchte er 60 Zigaretten pro Tag. Boah. Boah. Junge, wann? Also, boah, mein Gott, ey. Lass mich nicht lügen. Lass mich nicht lügen, ja. Hab ich das eigentlich irgendwo? Mal gucken, ob ich's... ich hatte auf jeden Fall, ja, auch eine Zeit lang geraucht. Aber, also eine Schachtel an einem sehr langen und besonderen Tag, sowas wie Japan-Tag oder so, ist mal weggefallen. Manchmal vielleicht sogar mehr als eine Schachtel. Das konnte vorkommen. Ich habe halt üblicherweise nicht normale Schachteln gekauft, sondern ich hatte ein Zigarettenetui und das wollte ich euch zeigen. Da müsste ich, wenn ich mich richtig erinnere, 8 in einer Reihe bleiben. Ich weiß, ich rauche nicht mehr, falls ihr euch fragt, warum ich das doch habe, ist ein Andenken von meiner Mom. Deswegen besitze ich das noch. Das wollte ich nicht wegwerfen. Aber da konntest du in einer Reihe immer so 8 haben und die habe ich meistens am Tag geraucht. Ich habe mir dann morgens immer so 8 Stück gestopft und die haben gut gepasst. Aber wenn du halt mit Leuten irgendwie gechillt hast oder so, weil ich habe immer Stofftabak verwendet oder ihr wart irgendwie am Japan-Tag und ihr habt die ganze Zeit gechillt, da hat man halt mehr geraucht. Das ist so ein rauchendes, großes Gesellschaftsding. 60 Stück, kein Schimmer, wie man das unterkriegt. Weil selbst in mehr, also in langen Tagen, wo ich viel geraucht habe mal, da ist es halt wirklich kaum über die 20 gekommen. Und das war einen ganzen Tag. Ich weiß nicht, also da gefühlt hege ich die ganze Zeit nur an der Zigarette. Es ist schon echt viel. 60 ist allein von dem Zeitaufwand eine wahnsinnige Dimension, ja. Das ist wild. Bulli war mal bei mir in der Nähe, ich weiß ja oft in Düsseldorf, du. Bulli raucht bestimmt nach den 5 Louis-Streams immer, ja. Ja, es ist halt wild. Denk daran, Raucher haben auf Arbeit immer länger Pause. Das ist, ich meine, ja, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Wie lange braucht man, um eine Zigarette aufzukriegen? Kommt drauf an, wie viel du ziehst. 15 Minuten, sowas rum, irgendwie in dem Ding. Manchmal ziehst du halt mehr, manchmal nicht. Dauert eine Fluppe nicht so 5 Minuten. 5 Minuten, Pi mal Daumen, bis 10. Das Ding ist jetzt einfach, Leute, die nicht rauchen, kleine Erklärung. Nikotin ist ein Nervengift, ja? Das habt ihr vielleicht mal mitbekommen. So, dieses Nervengift, das kann reinkicken. Also das kann man spüren. Vor allem, wenn man nüchternen Magen hat, man hat am besten nichts gegessen und noch zusätzlich nichts getrunken. Und man ist vielleicht generell irgendwie gerade, hat einen anstrengenden Tag, viel Kreislaufbewegung, also ein bisschen nee. Und dann vielleicht sogar noch eine zu starke Marke, die man nicht mag, das kann noch hinzukommen. Wenn du dann darauf eine raus oder zu viel raust, dann kriegst du etwas, das nennt sich Nikotinschock. Und das spürst du, dann wird dir kalt. Dann fühlst du dich ganz scheiße. Das ist gar nicht cool. Nikotinschelle kann hart hitten. Das ist ein Ding. Das heißt, du paced, also du machst immer wieder schöne Pause zwischen deinen Raucherpausen, zwischen deinen Zigaretten. Weil dann auf einmal wird's unangenehm und nicht cool. Und das ist immer bäh und dir wird schlecht und nee, gar nicht nice. Du hast halt auch oft beim Rauchen ein Gewohnheitsding. Nach dem Aufstehen, viele nach dem Essen. Ganz großes Ding, ganz viele nach dem Essen, ja. Das haben sie ganz oft. Oder, vor allem wenn du Schüler bist, Bushaltestelle. Du wartest gerade, machst dir eine Zigarette an. Und das bleibt in deinem Kopf drin. Und das machst du so, ja. 5x60 ist echt viel Zeit. Ja, allein das kommt hinzu, ja. Das wären allein schon sehr viel. Ihr seht, da kommen viele Faktoren zusammen. Gewöhnung, Zeit, Nikotinschock, er macht ja auch Sport, das ist also so, Essen, Nicht-Essen, da ist halt viel drin, es ist fast wie eine kleine Wissenschaft, es ist halt einfach ein kleiner Insider, den ich geben will, und Weed, das ist eine ganz andere Geschichte, Emil, aber ja, deswegen, 60 Zigaretten an einem Tag zu rauchen, ist insane. Es ist sehr insane. Der Mann muss ja permanent, der hat die ja fast nie losgelassen. Wenn man denkt, dass Schachtel 8 Euro kostet, mittlerweile ja. 5x60 sind 5 Stunden. Ja, 5 Stunden nur am Rauchen, das ist echt viel.
Und vor allem, wie gesagt, selbst als Raucher, selbst wenn du ein bisschen mehr rauchst oder so, es ist nicht selten gewesen, dass ich und Freunde mal eine Zigarette hatten und wir dachten, nee, ich mag gerade nicht. Und da hast du die vielleicht schon früher ausgedrückt. Das kam oft genug vor, das ist ziemlich üblich, weil manchmal sitzt du da und denkst dir, nee, ich mag gerade wirklich nicht. Nee, du merkst es an ein paar Zügen, nee, fühle ich gerade nicht, nee, doch zu viel. Und dann machst du Pause. Was der Mann da sich reingezogen, keine Ahnung, wie das geht. Kein Plan. Was auch die angenehm hohe Stimme erklärt. Ja, alles in Ordnung. Irgendwann unterschrieb er sogar bei Bayern, doch nachdem er sich mit dem Trainer gestritten hatte und dieser schnauzte, wenn du keine Lust hast, bei Bayern zu spielen, dann geh doch einfach, ging Walter Frosch einfach und wechselte ohne zu zögern den Verein. Auf seine bereits 19 gelben Karten vor Saisonende wurde er irgendwann angesprochen und sagte nur, 19? Im Spiel in Berlin hole ich mir noch eine gelbe und dann ist das doch eine runde Sache, oder? Er hat immer sauber und versucht zu spielen. Die heute im Fußball etablierte Gelbsperre, also dass Spieler nach einer gewissen Anzahl von Karten nicht mehr mitspielen dürfen, ist einzig und allein wegen Walter Frosch und seiner Sammlung von gelben Karten entstanden. Sein schwerster Gegner, den er bis dahin hatte, war kein Fußballverein, sondern laut eigener Aussage der Kneipentresen. Nachdem dann irgendwann dieser Clip entstanden war und jeder merkte, wie unfassbar wichtig Walter seine Zigaretten sind, passierte leider dann das Unausweichliche. Ja. Und Walter Frosch verstarb an Krebs und bleibt heute für seine legendären Anekdoten. Im Video von Mogi, was ich euch wieder nur mal sehr hart empfehlen kann, fantastisches Video, lernt man ein bisschen, oder es hat stark den Eindruck, dass der Mann eher so ein bisschen tragisches Leben hatte, ja. Also da war nicht alles hunky-dory bei dem Mann und es macht es halt nochmal ein bisschen sad irgendwie. Ich glaube, die letzten Jahre seines Lebens hat er sich aus dem Traum mit einer eigenen Bar irgendwie erfüllt und ja. Not gonna lie, krass, dass er so lange durchgehalten hat. Eigentlich schon. Wenn ich es überlege, 62? Ja, lebe Mann. In Erinnerung. Bisschen gewundert, das ist, warum hier nur Carsten? Was ist denn mit Carsten los? Das kannst du nicht spielen. Also nicht in der Hinsicht spielen, wenn ihr wisst, was ich meine. Ne? Also das ist halt... Da, keine Ahnung, was da war. Aber ich bin gespannt, wenn er eine Erklärung hat, ja? Das sieht gar nicht gut aus. Okay, wer ist Carsten? Warum fällt er hin und... Anfang des Streams begann mit Rauchen? Vor allem, was ist mit ihm los? Was ist denn mit Carsten? Die Frage, die schon seit Jahren das ganze Internet begleitet. Was ist denn jetzt mit Carsten los? Ich glaube, wenn man eine Zeitmaschine bauen würde, um damit dann in die Vergangenheit zu reisen, würden sich die Leute dort schon fragen, was denn mit Carsten los sei. Was ist denn mit Carsten los? Die Kommentarsektionen haben auf jeden Fall sehr interessante Theorien über diesen Mann, der aus dem Heiterem einfach anfängt, gegen einen Wohnzimmertisch zu sprinten. Der ist bestimmt auf einen Lego-Stein getreten. Beschleunigungsfeld aus Mario Kart. Hatte keine Chance. Er hat zu viel in Geschwindigkeit geskillt. Goldpilz auf der Strecke ist aber auch gefährlich. Carsten Wollner ist Schlangenexperte und züchtet bei sich zu Hause Neck. Süß. Warum sind Schlangen so süß? Ich weiß nicht, ob ich da komisch bin, aber schaut sie euch an, die ist voll cute. Oh mein Gott. Typische Tiere, wie zum Beispiel diesen Dinosaurier hier. Okay, der ist nicht echt, aber dafür diese gelbe Schlange in seiner Hand. What are you so mad about, you old cocksucker? Nach dem Clip... Danger Noodle. Viele Schlangen sind scheiß harmlos, muss man dazu sagen. Ja, also die tun Menschen zumindest nichts. Aber ich meine, du musst natürlich aufpassen, aber ja. Schlangen sind super, nicht so gut wie Falken, aber trotzdem gut. Schlangen sind toll. Sehr schlechte Rap, wie zum Beispiel auch Spinnen. Spinnen sich, Schlangen sind cute. Keine Ahnung. Clip, welcher aus der Fox-Sendung Wildes Wohnzimmer, in der Leute ihre exotischen Tierhobbys zeigen, stammt, meldet man sich. Warte mal, Wildes, da war Hooters. Haben wir Hooters in Deutschland? Haben wir Hooters in Deutschland? Oder ist das nur ein USA-Ding? What the fuck? Hä? Durch zahlreiche Leute bei ihm, manche, die ihn einfach nur anrufen, um zu... In Hamburg? Ja, natürlich in Hamburg.
Natürlich dann. Wenn, dann in Hamburg. Fragen, was denn mit Carsten los sei. Was ist eigentlich mit dir los, Carsten? Manche, die einfach nur Fans von ihm waren. Oder eine Lehrerin, die für ihre Schüler rausfinden wollte, was denn jetzt mit ihm los sei. Seit diesem Clip findet man unter gefühlt jedem Video, bei dem irgendeiner hinfällt oder plötzlich losrennt, mindestens einmal den Kommentar, was ist denn mit Carsten los? Ja, das hat nie aufgehört. Das ist bis heute noch eine Sache. Johnny! Was ist denn mit Carsten los? Nun, aber was ist denn jetzt mit Carsten los? Can I stay? No. Carsten Wollner lebt mit Diabetes Typ 1 und wenn er unter hohem Stress steht, wie in anscheinend diesem Video hier, wird der Körper stark unterzuckert. Erst sind es kleine Anfälle oder starke Schwitzen, doch so 3 bis 4 Mal im Jahr fühlt es sich für ihn so an, als übernehme eine fremde Macht seinen Körper. Und genau das ist in diesem Clip passiert. Carsten selber ist laut eigener Aussage übrigens gar kein Fan von den Videos und kriegt das Gefühl, dass sich Leute über einen Kranken lustig machen würden, aber ich glaube, durch dieses deutsche Urgestein von Meme wird Carsten bei den meisten eher wie ein Held gefeiert. Ja, das kenne ich als Typ 1 Diabetiker. Ich bin kein Diabetiker, aber ich kenne das Gefühl, unterzuckert zu sein. Erinnert euch an meine Zahnarztgeschichte, wo ich wegen meiner Wurzelbehandlung, ja, habe ich eine Betäubung bekommen, habe die Schmerzen doch gespürt, habe noch eine Betäubung bekommen und dann war ich am Arsch und musste die gesamte Behandlung abbrechen. Das habe ich euch erzählt, oder? Das ist nicht lange her. Also das war, als sie fehlgeschlagen ist und dann musste ich ja nochmal einen Termin machen, was ja echt kacke war. Und es lag halt mitunter darin, dass ich fucking unterzuckert war. Ich war halt komplett am Arsch. Also ich kenne das durchaus, das Gefühl. Natürlich nicht in so einem Ausmaßen, aber dass er stark unter Stress bei diesem Dreh stand, dann das ergibt Sinn. Ich habe euch ja davor erzählt, dass die da echt lange drehen und so ein Shit und das alles voll in dieser Wohnung und sowas und die Bezahlung ist lächerlich und keine Ahnung, also dass der da hart unter Stress stand und dann vielleicht auch mal irgendwie unterzuckert war, weil er da was mit seinem Insulin vergessen hat. Es ergibt vollkommen Sinn. Das ist so logisch. Passt voll. Hi, ich bin's Michel. Und ich bin Sven und wir zeigen euch heute unseren ultimativen Trick. Nein, nein! Scheiße! What the fuck? Oh mein Gott! Wie hat er wegspringt? What? Oh nein, das kenne ich nicht. Oh mein, was? Oh, Jesus Christ, das ist so groß. Hilf ihm doch, der Junge stirbt. Was für... Oh mein Gott, rette ihn! Tja, Michel ist leider nicht mehr unter uns. Nein! Der verarscht mich, oder? Der Schrank war einfach zu mächtig. Michel und Sven, zwei Jungs aus irgendeinem Dorf in Deutschland, wo sehr wahrscheinlich viele Kühe stehen... Hey, okay, ich bin nicht in einem Dorf. Osnabrück ist kein Dorf, ja. Wurden durch dieses Video beide relativ schnell berühmt. Für damalige YouTube-Verhältnisse war es für ein paar Wochen das virale Video. Nie gesehen, dabei wäre das eigentlich eine Zeit gewesen, wo ich sowas hätte mitbekommen können. 2011. Eigentlich schon. War 2011 eine Zeit, wo ich sehr viel zu Hause war und sehr viel im Internet war. Das war ein sehr, sehr, ich bin eigentlich fast nur zu Hause gewesen, Ding. Da habe ich sogar, ja doch, 2011 war das Jahr, da habe ich sogar eigentlich ein halbes Jahr allein gelebt. Deswegen konnte ich so oft zu Hause sein, war oft nicht in der Schule und so. Wie habe ich das dann nicht mitbekommen? Ha, ich frage mich gerade wirklich. Wie habe ich das gedodged quasi? So gut gemacht, den kann man auch in der Lokalzeit zeigen. Mehrfach gezeigt im Fernsehen. Galileo, Verstehen Sie Spaß, CNBC, zahlreiche andere Fernsehsender, ein gewonnener Web-Videopreis. Also geht's dem Jungen gut. Und ich habe geschrieben, es war fake, aber trotzdem, es sieht ziemlich wild aus. Guys, don't feel bad for them, they're German. Du hast einen Punkt, aber lösch dich.
die 3 Wochen, wo du halt in der Schule warst, komm fast hin. Also ich glaube, in dem halben Jahr, ja war ein gutes halbes Jahr, 5 Monate oder ein halbes Jahr, irgendwie so habe ich allein gelebt. Und ich muss gestehen, ich war nicht oft in der Schule. Ich war schon in der Schule immer mal wieder, aber ich bin auch ganz gerne voll auf früh gegangen, war vielleicht die ersten 2 Stunden da und bin wieder nach Hause gefahren oder so. Ja. War halt auch alleine, hat halt niemand auf mich geachtet. Ich war 15 sogar noch, okay? Ich war 15, ich bin zwischendrin 16 geworden, okay? Ja, dann... War nicht smart, okay? Die kompetentesten Experten haben versucht, dieses Video zu reproduzieren. Also war das einfach nur sehr smart? Wie konnte Michel überleben? Was ist mit dem Fisch im Aquarium passiert? Izzys Weg nach Hause. Geht es dem Schrank und seiner Schrankfamilie gut? Fragen über Fragen. Doch die Antwort auf diese Fragen ist gar nicht mal so weit entfernt. Sie ist nämlich ganz oben verlinkt in der Videobeschreibung. Ein Bekannter von Michel und Sven hat für seine Bachelorarbeit an einer Medienschule ein Projekt in Richtung Fake News und Meinungsmache in den Medien gestartet. Glaubst du alles, was du im Netz siehst? Und dazu gab es eben eine selbstgemachte Fake-Reportage. Bei mir im Studio begrüßen darf ich jetzt Frau Ingrid Böckel, Mutter des tragisch verunglückten Jungen. Warte mal, die haben das wirklich so getan, als wäre er tot? Wo die vielleicht Schule ist optional. Ich bin einfach nicht hingegangen, niemand hat aufgepasst. War halt, ich war halt alleine. Was soll ich dir sagen? Die Lehrer so, Richard ist auch mal wieder mehr als 2 Tage am Stück da. Nee. Also, ich war schon öfter da, als du gerade denkst, aber ich war auch verhältnismäßig dafür, dass ich nicht mal volljährig war, wirklich oft nicht da. Also ich habe mir sehr viel Auszeit quasi da gegönnt und sehr viel ich gehe nach Hause gegönnt, ja? Oh, wenn er du für seine Studienarbeit keine 1 bekommen hat, wäre krass. Was zum Fick? Fresh Hochzeitsvideo. Und eben 2 Jungs, von denen einer bei einem Zaubertrick umkommt. In der Nähe von Michel und Sven stand damals ein altes Haus, welches eh abgerissen werden würde. Und so dachte man sich, man nehme einen alten Schrank, stellt eine Kamera hin und albert erstmal ein bisschen herum. Joa. Der an einem Fenster stehende Schrank wurde in einem separaten Take einfach durch die Hand auf den Boden geschubst, vor allem, weil ein kleiner Michel offensichtlich nicht ausreicht, um einen ganzen Schrank umzuschubsen. Michel und Sven konnten somit ganz entspannt ein bisschen... Das ergibt eigentlich so viel Sinn, wenn ich so drüber nachdenke. Ja, ja, ja. Den Schauspielern sich zu Boden werfen und voilà, ein perfektes, virales Fake-Video. Die Hinweise, wie zum Beispiel der sich auf einmal bewegende Stift zwischen den Frames... Ah, sneaky. Es wurden zwar ein paar Mal kommentiert, doch wurden diese überschattet von den Leuten, die schrieben, oh my god, Michael is fucking dead. Wisst ihr, aber, okay, das ist aber so eine Sache. Ich weiß, warum sowas auch sowieso überschattet wird oder als Schwachsinn abgestempelt wird, weil Leute haben manchmal ein gutes Auge und erkennen sowas und das ist krass, ja? Schule war eine skippbare Sidequest für den Füller. Ich meine, ich habe die Quittung hart getragen und durfte eine 5 Jahren Ehrenrunde machen, Dreams. War keine smarte Entscheidung von mir, ja? Aber auf jeden Fall, also bis ich dann zum Abi kam. Aber. Das Ding ist halt, Leute würden oft nur sagen, ja, das Video ist offensichtlich fake, guckt euch den Stift an. Leute sind aber manchmal so scheiße darin, das ordentlich zu erklären. Und manche sind dann nochmal so neunmal klug und sagen, boah, ja, offensichtlich, bist du dumm oder so? Vielleicht sind sie dann noch beleidigend oder absolut arrogant und hochnäsig. Oder sagen dir echt nur das Minimum. Und Leute sind echt schlecht. Wie gesagt, die das voll und ganz zu erklären, hör mal, während des Takes hat sich dieser Stift bewegt, das suggeriert, dass währenddessen nochmal jemand zur Kamera gegangen sein muss. Und da ist so, dadurch kann man das irgendwie feststellen, das heißt, der Take ist nicht derselbe, weil der Stift kann sich ja nicht von alleine bewegen. Also egal was ist, da muss ein Cut sein. Dementsprechend kann man darauf schließen, dass das Video fake ist und wir können andere Dinge Nein, sowas sagen die nicht, die sagen einfach nur, ja, der Stift hat sich bewegt, muss fake sein. Und dann sitzt du da und denkst so, was schlaberst du? Das war der Wind. Ja, das ist halt genau das Problem. Es ist, die erklären es nicht.
Leute lieben einfach auch so ein Shit. Ja, es gibt so gute Leute, es gibt so Leute mit krassen Augen und die können das so gut herausfinden. Aber so oft habe ich das einfach kennengelernt, dass die sich echt scheiße erklären, weil die nämlich nichts erklären, ja. Aber halbe Buchnachricht liest niemand. Ja, aber halbe Buchnachricht würde wenigstens verständlich sein. Anstatt zu sagen, der Stift hat sich bewegt. Ja, wow, okay, cool, ja, hä? Als das Ganze dann durch die Decke ging, also wortwörtlich, wurde sich auch noch an ein paar Nachfolgern versucht. Looks like they got over Michel's death. Hallo, ich bin Michel und springe über eine Kuh. Und jetzt springe ich über einen Hund. Juhu! An sich waren es einfach nur zwei Jungs mit einer Kamera und viel Freizeit. Ja. Dann gab es noch einen Autotrick, der auch nochmal ganz gut an Popularität gewann. Weiß nicht, ob das fake war, aber so oder so wild. Das ist aber so ein Ding. Ich konnte euch jetzt nicht analysieren, woran man erkennen würde, was daran fake ist und was nicht und wie und warum und weshalb. Ich meine, ich könnte mir vorstellen, dass der Schnitt war, wie er da gesprungen ist und auf einem anderen Objekt stand. Aber ich kann es euch legitim nicht erklären. Also ich habe keinen Plan. Was? Schwanze Tätigkeit in Niedersachsen. Nein! Okay, ich meine, Osnabrück ist fast NRW, aber trotzdem. Jedoch wurde dieser ziemlich schnell runtergenommen. Wahrscheinlich, weil Leute den sich auf magische Weise nicht wirklich bewegenden Schatten. Seht ihr? Hat das jemand von euch? Ich wüsste das jetzt nicht. Ich finde sowas krass, ja? Das ergibt so viel Sinn für mich. Ja klar, der Schatten hat sich nicht bewegt, also muss da, also das ist, ja. Kommentierten. Did you see what I did there? It's a scam. Das sind Michel und Sven heute. Laut einem sind die alt geworden. Interview aus 2020. Beide in ihrer Ausbildung und sich darüber freuen, dass sie früher durch die ganze Sache kurzzeitig die Stars auf dem Pausenhof waren und sich von den paar hundert dabei rumgekommenen Euro ein paar coole Lego-Sets leisten konnten. Oh. Aber ganz ehrlich, smart. Sehr, sehr kreative Jungs, die haben das echt cool gemacht, dass sie das überhaupt so konnten. Das ist echt stark. Also holy shit. Ich will mich so gerne über Niedersachsen lustig machen, aber an nicht Sachsen-Anhalt, SH? Schleswig-Holstein sitzt man da ziemlich im Glashaus. Naja, stimmt, das existiert. Ich muss erst mal überlegen, das gibt's ja. Wir können halt nicht alle mit 14 aufhören zu altern wie du, Fuli. Was heißt mit 14 aufhören zu altern? Welcome to a town that doesn't exist. Bielefeld does not exist. Warte mal, Tom Scott wirklich ein Bielefeld-Video gemacht. Den anderen Typ mit den langen Haaren, den kenne ich auch, den Englishman. Dass er so ein Video macht, kenne ich, weil er lebt in Deutschland, das ist sein Content, aber Tom Scott wusste ich nicht. Bielefeld gibt es nicht. Es werden zahlreiche Straßenschilder gefickt. Kennzeichen werden an ausgewählte Leute vergeben, um den Anschein zu erwirken, diese Stadt würde existieren. Wisst ihr, was das Schlimmste ist? Ich war schon mal in Bielefeld. Ich hatte dort ein Date. Lief nicht gut. Woran lag's wohl? Und die Anzeichen auf eine große Verschwörung von den bösen Mächten werden immer klarer. Hey, wer ist Clara? Ewig lange gesperrte Auto. Sie hieß nicht Clara. State war fake. Nee. Bahnen nach Bielefeld. Auf Google Maps war lange Zeit da, wo Bielefeld angeblich steht, nur Wald zu sehen. Wie kann es sein, dass Bielefeld existiert, wenn User SDSNATS35 behauptet, er käme aus Bielefeld und würde nicht existieren? Das Problem ist halt, also so oft bin ich in die Richtung nicht gefahren, weil VRR nicht in der Richtung ist, aber viele Züge, die aus, die in die andere Richtung fahren, ja, von Dortmund. Dortmund ist ja nah am Rand vom VR-Gebiet und ich bin in Dortmund meistens halt so umgestiegen, dass ich in andere Gebiete fahren konnte. Es gab oft genug Züge, die, wenn du in eine andere Richtung gefahren bist, Richtung Bielefeld gefahren bist. Das heißt, es war immer ein bisschen schwer, sich mit diesem Joke irgendwie zu identifizieren, weil du hattest Züge Richtung Bielefeld. Die Autobahn, wo oft gefahren wurde, war Richtung Bielefeld. Bielefeld war in meiner Kindheit oder generell in meinem Bewusstsein immer wieder etwas, was man da so sehen und lesen konnte. Und es war immer wieder in deinem Auge. Deswegen, es war immer ein bisschen schwer für mich, den Joke dementsprechend so voll und ganz wahrzunehmen, weil, ja, es ist... Yeah.
Versteht ihr, worauf ich hinaus möchte? Also wenn etwas so sehr immer in deinem Auge ist, dann und du nicht so distanziert davon bist, ist es ein bisschen schwer, mit dem Joke mitzugehen. Dieser Redditor hat ein Foto von Bielefeld gemacht und siehe da, man sieht, es existiert nicht. Die großen Nein. Mächte da oben sind so sehr bemüht, die Nicht-Existenz von Bielefeld aufrechtzuerhalten, dass sie irgendwann sogar eine ganze Stadt mit dem Namen Bielefeld gebaut haben, welche genau dort steht, wo Bielefeld angeblich sein sollte. Ne. Nun, dieser ganze Mythos stammt exakt aus dem Jahre 1993. Ah, der ist ja echt alt. Sich als Informatikstudent Achim Held einfach aus Joke auf einer Studentenparty sagte, yo, Bielefeld gibt es nicht. Die Idee dieser Verschwörung war damals anscheinend so lustig, dass man im Bekanntenkreis den Joke einfach weitererzählt hat und irgendwann fand er auch seinen Weg in das Internet. Als ob. So ein altes Ding, so ein lokales Ding, dann übers Internet im deutschen Bereich verbreitet, wild. Wie das Internet 1993. Du bist das Meme mit Thüringen, genau. Ich meine, lebt jemand in Thüringen? Nein. Thüringen. Es gibt nicht viele Bundesländer in Deutschland, wo Leute leben. Die meisten sind leer. Nee, aber am lustigsten ist immer noch Brandenburg. Brandenburg ist anders wild. Aussah 99% hässlicher Text. Das erste existierende Meme zu der Zeit war ein tanzendes Baby. Und wenn ihr mich fragt, repräsentiert das ganz schön gut, wie hoch die Messlatte damals war und warum ein ellenlanger Internettext über die Nicht-Existenz einer deutschen Kleinstadt so viral ging. Ja, sehe ich. Übrigens, das ganze Ding mit tanzenden Babys, ich kannte jemanden, der hat sehr gerne irgendwie diese GIFs mit tanzenden Babys irgendwie rausgehauen und ich dachte mir jedes Mal, bitte hör auf, bitte tut das nicht. Wohnen nicht alle in NRW? Fast alle. Sehr viele leben in NRW. Bayern, Berlin, Hamburg, Bremen, Niedersachsen hat auch nicht wenig Leute tatsächlich. Baden-Württemberg ist auch gut voll. Das ist durchaus eine Sache. Also das sind definitiv die ich alle genannt habe, müssten die höher bevölkerten Bundesländer in Deutschland sein, oder? Habe ich mich irgendwo vertan? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe die genau genannt. Rheinland-Pfalz vielleicht auch noch. Ich glaube, Rheinland-Pfalz auch. Hessen? Boah, weiß ich ehrlich gesagt gerade gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Hessen bin ich mir unsicher, aber könnte sein, I guess. Saarland? Saarland ist super klein. Das ist auch ein... To be fair, jetzt alle Saarland-Jokes beiseite. Sowieso Frankreich. Nein, alle Saarland-Jokes beiseite. Heute kann man gefühlt. Ups, das wollte ich nicht. Ja. Oh, hoppla. Es ist ja. Gut, wie hoch die Messlatte Klein. Damals war und warum ein ellenlanger Internet-Text über die Nicht-Existenz einer deutschen Kleinstadt so viral ging. Heute kann man gefühlt jeden zweiten Bielefelder fragen und der wird mindestens schon einmal mit der Aussage, Bielefeld gibt es nicht, konfrontiert worden sein. Ja. Wenn ich sage, ja, ich komme aus Bielefeld, so, das gibt's ja gar nicht. Ich war kürzlich erst in Australien, da wurde mir auch schon direkt gesagt, Bielefeld gibt's doch gar nicht. Wird immer wieder darauf angesprochen, dass es Bielefeld nicht gibt. Manche Bielefelder nervt es sogar so. Was mit Australien checke ich nicht. Sehr, dass sie sich schon schlagfertige Antworten auf die Aussage überlegen müssen, wie zum Beispiel die verzweifelten Leute aus dem Bielefelder Subreddit. Keine Sprüche, einfach gut ostwestfälisch aufs Maul. Sehr unzivilisiert. Ich würde einfach in seinen Kaffee spucken und wortlos weggehen. So sehr, dass der Bürgermeister von Bielefeld 2019 selber keine Lust mehr hatte und ganze 1 Million Euro demjenigen anbietet, der beweisen kann, dass diese Stadt wirklich nicht existiert. Wild? Ich bin der Oberbürgermeister. Ich gehe in mein Rathaus. Das ist ja alles da. Das gibt es. Wir haben diese Wette gewonnen. Und das ist die Nachricht des Tages. Wir haben diese Wette gewonnen. Und das ist die Nachricht des Tages. Wir haben gewonnen. Bielefeld gibt's. Wir existieren. Wir haben gewonnen. Bielefeld gibt's. Wir existieren. Gute Arbeit. Und jetzt erledigt ihn. Und heute ist es einfach nur noch ein gängiger Internet-Joke, bei dem bei allem, was auch nur ansatzweise mit Bielefeld zu tun hat, die Existenz der ganzen Stadt mit einem einzigen Satz abgesprochen wird. Joa. Joa. Pipo Nuke. Ja, Leute, mein neues Ziel. Das hatte sogar meine Familie mitbekommen. Lünchner. Just Nuke it for the million. Wenn man was nicht beweisen kann, dass es das nicht gibt, kann man es nicht beweisen. Saarländer hier, wir zählen lieber zu Franka, jetzt irgendwo zur Pfalz nebenan dazugezählt zu werden. Ist das echt ein Ding?
Ich meine, das ist halt, I mean, offensichtlich ein Witz, ja. Aber ja, noch ein Video? Nee, ich denke, wir sind durch, ja. Ja, guck mal da, das Video ging jetzt nicht 3 Millionen Stunden lang. Guck mal, der Fuller kann vielleicht auch nur zweimal so lange Reactions machen. Oh, wir haben tatsächlich nicht mehr viele Jules-Videos übrig, ja. Wir werden auf jeden Fall nochmal das Blizzard-Video schauen und ich glaube, ich bin dann nahezu am Ende mit denen, die mich auch wirklich groß interessiert, wenn ich ganz ehrlich bin. Das heißt, wenn ihr Vorschläge für andere Reactions oder so, ihr könnt mich privat anschreiben, könnt ihr als Kommentare schreiben, könnt ihr mir gerne Bescheid sagen, dies, das, Ananas. Ich mache das ganz gerne, ich hätte Bock auf sowas, vor allem etwas, das ein bisschen breiter gefächert ist, wie eben Jules-Content, was nicht nur super spezifisch ist. Ich mag nischigen Content, aber super nischigen Content, da ist es auch manchmal schwer für mich, irgendwie was so zu sagen, weil ich mich da selber berieseln lasse und was dazu erzählt bekommen möchte, wenn ihr versteht, was ich meine, ne? Also, es wäre schon gut, wenn ich was dazu zu sagen hätte, theoretisch. Erstmal vielleicht DMs leiden, ja. Auch englische YouTuber? Das ist ein bisschen schwierig, weil ich habe das Gefühl, vielleicht erstmal deutsche Sachen sind auch okay. Englisch macht mir natürlich nichts aus, aber ich weiß nicht, wie viele Leute wie gut in Englisch sind bei sowas, ne? Kein Plan. Aber an sich prinzipiell fein, ja. EA und Cyberpunk-Video wäre auch noch gut. EA hat er auch. Johnny-Video. Wenn er wieder was hochgeladen hat, gerne. Aber ja, ich hoffe auf jeden Fall, es hat euch gefallen. War ein cooler Stream heute. Danke, dass ihr fürs dabei sein. War ein guter Reaction.